In der Kosmochemie ist es sehr wichtig, dass man die Eigenschaften der verschiedenen chemischen Elemente kennt. Und dazu hat einmal ein Kollege von mir dieses Periodensystem für die Kosmochemie begonnen und ich habe das dann weitergemacht. Das meiste hier drauf ist natürlich selbsterklärend. Und deshalb werde ich nur sehr kurz auf die verschiedenen Angaben hier eingehen. Also für jedes Element gibt es diese verschiedenen Angaben hier. Zum Beispiel sowas wie die 50% Kondensationstemperatur. Jetzt kondensieren die Elemente nicht als Elemente, sondern in der Regel in einer Phase, einem Mineral, Mangan zum Beispiel in Forstritt und Enstatit. Hier lässt sich also nachgucken, in welcher Phase die kondensieren. Dann gibt es sowas wie die solare Häufigkeit, die sehr hilfreich sein kann, Atomgewicht, aber auch die Ci-Konzentration, die man dann doch häufiger mal braucht. Genauso die Oxidationszahl, die häufigste. Und das hier ist auch eine sehr praktische Zahl, das ist ein Oxid-Element-Umrechnungsfaktor. Also wenn man in einer Publikation die Elemente in Oxiden angegeben hat, man möchte sie aber in Elementen wissen, also man möchte MnO in Mn umrechnen, dann kann man diesen Umrechnungsfaktor nehmen. Geht natürlich umgekehrt, wenn man es invers nimmt, dieses Umrechnungsfaktor lässt sich von Mangan in Manganoxid umrechnen. Dann gibt es noch schließlich Angaben zu den Isotopen, also wie viel stabile, langlebige, kurzlebige Isotope hat dieses Element und auch etwas über das häufigste Radionuklid und die Zerfallsart. Das gibt es zu jedem Element. Dann gibt es noch eine Farbkodierung hier, die hier unten aufgelöst ist. Also es gibt die in Rot die refraktären Elemente, in Gelb die Hauptelemente und dann die volatilen und hochvolatilen Elemente. Und zwar entsprechend oder auch angegeben ist hier der Bereich der 50% Konzentrationstemperatur der entsprechenden Elemente oder eben der dieser kosmochemischen Klassifizierungen refraktär, haupt und volatil. Dann gibt es noch diese schraffierten und unschraffierten Flächen für die einzelnen Symbole. Schraffiert bedeutet siderophil, also was die Palladium, Iridium, Osmium und so weiter, das sind alles siderophile Elemente. Wohingegen natürlich sowas wie Chrom, Magnesium, Aluminium, Silizium und so weiter alles lithophile Elemente sind. Und schließlich gibt es noch eine Farbkodierung der Elemente selbst. Die meisten hier sind schwarz, das heißt, dass für die Erde, das ist wirklich sehr speziell nur für die Erde gedacht, und unter Normalumständen hier diese Elemente fest vorkommen, dann sowas wie Quecksilber oder Brom in der Regel im flüssigen Zustand und die grünen, das sind alles die Elemente, die hier bei uns gasförmig vorkommen. Und so kann man dann dieses Periodensystem, das kosmochemische Periodensystem, sehr gut verwenden, um sehr schnell mal die Eigenschaften der verschiedenen Elemente, deren kosmochemischen Eigenschaften vor allem, auch nachzuschauen.